So, liebe Freunde, und heute habe ich mal ein Elektrohybrid erhalten. Benzin-Elektro. Ja, macht richtig Spaß, das Ding. Und man kann sogar teilweise elektrisch fahren, rein elektrisch. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Und ich staune eigentlich, dass mir sowas bisher noch nicht in die Hände gefallen ist. Ne? So sieht das aus hier. Schauen wir mal. So, wir trauen jetzt natürlich bloß ein kleines Stückchen erstmal. So. Machen wir mal einen Drive. Und dann schauen wir mal. Noch ein bisschen zaghaft hier. Ja, das Ding. Hier ist zu sehen, der fährt jetzt rein elektrisch. Drehzahlmesser ist auf Null. Wenn ich jetzt ein bisschen beschleunige, dann springt der Motor an. Ja, nun haben wir hier natürlich auch noch ein paar Leckerlis dabei. Wie zum Beispiel Head-Up-Display und so. Schon eine schöne Sache. So, müssen wir mal sehen, hier ist alles frei. Und ich habe den Eindruck, als wenn der den E-Motor auch mit zur Hilfe nimmt. Beim Beschleunigen und so. Und der hat auch Energierückgewinnung, wenn ich das Gas wegnehme bzw. die Bremse betätige. Da müssen wir mal schauen, dass wir alles hinkriegen. So, jetzt fährt er wieder rein elektrisch. Wenn ich also hier nicht übertreibe mit Gas geben und so, dann fährt er die ganze Zeit rein elektrisch. Ist schon ein bisschen komisch, wenn man gar keinen Motor hört. Ne? Ist schon ganz interessant. Ich glaube, das ist meine Überlegung wert, so ein Auto. Nun fahre ich auch wirklich sehr verhalten hier. Müssen wir mal schauen. Ja, wenn ich das Gas wegnehme, zeigt im Display auch an, dass er die Energie zurückgewinnt. Ne? Schon interessant. So, das war mal ein ganz kurzer Beitrag hier aus der Verkehrszentrale heute mal, aus dem Vierkreiser. Wie gesagt, mein Leihwagen für heute. Mein anderer, der ist in der Werkstatt, in der Rückrufaktion. Und da wird natürlich hier so ein Leihwagen zur Verfügung gestellt. Und das Ganze läuft auf Garantie. Da sind wir gar nicht böse drin. Das soll es erstmal gewesen sein. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.